Willkommen zurück zum Finale gegen den Barrel Mega King. Also ob das jetzt das Spielfinale ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall der größte Barrel von allen ist, der uns hier eben gerade das Leben so ein bisschen versüßen will. Wir brauchen also, wir müssen aufpassen, dass wir immer schön Fässer zerhauen. Und in irgendeinem ist irgendwann mal ein Knopf drin, den wir nutzen und dann hüpfen wir drauf und dann hüpfen wir da auf den drauf und dann hauen wir den um. Laufen weg. Hier haben wir noch den Megafahrtangriff. So, jetzt müssen wir gucken, die rutschen hier in der Mitte zusammen. Und jetzt können wir einfach nur hoffen, dass wir hier nicht... Das ist ja Zufall. Das ist jetzt anders als vorhin. Scheiße. Boah. Okay. Okay, ich bräuchte weitere Herzen. Mist. Hammer 1. Jetzt macht er schon irgendwelche Spezialangriffe. Okay, wir haben erstmal Mr. Scraps. Haben wir wieder 3 neue Herzen. So, nicht getroffen! Oh. Diese scheiß Dinger gehen mir so auf den Sack. Wieder 3 Herzen für Mr. Scraps. Jawoll! Haben wir zum zweiten Mal getroffen. Guck mal, was er jetzt macht. Wie oft müssen wir denn eigentlich denn? Was zur Hölle? Hat der hier mit uns... Was ist denn das? Was habt ihr hier programmiert? Das ist ja wohl... Jetzt kommt er wieder. Jetzt macht er wieder irgendeine neue Spezialangriff-Attacke wahrscheinlich. Für jedes Fass, das wir umhauen, kriegen wir ein Mr. Scraps. Scheiße, das wird aber knapp. Wenn es mit ganz viel Glück könnte es passieren. Ne, könnte es nicht. Doch, dass wir noch ein drittes Mal drauf kommen. Die Frage ist halt nur, wie viele Leben hat der? Ach, guck mal. Oh, nee. Was soll das denn bitte sein? Ach, wir müssten jetzt da mitlaufen. Scheiße. Ich hasse so eine Endlevel, hasse ich ja. Wir müssen einfach mit ein bisschen Ruhe an die Sache rangehen. So. Mit ein bisschen Ruhe. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Einfach auf die Fässer konzentrieren. Haben wir schon das erste. So. In die Mitte gehen. Jetzt, das ist natürlich jetzt assi hier. Vor allem, weil das Spiel bei jedem Mal anders funktioniert. Ich ducke mich immer zu spät. Jetzt haben wir natürlich ein Herz verschenkt. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen gehabt. Okay. So.
Jetzt gucken wir erstmal. Schön ruhig bleiben. So, bei jedem Mal aufspringen macht er jetzt also diesen. Man kommt so in diesen komischen Hüpfrhythmus rein. Jawoll! Man kommt in diesen seltsamen Hüpfrhythmus rein, dass die einen immer genau treffen. Gut, wir sind gesundheitlich erstmal ganz gut dabei. So, uns fehlen zwei Herzen. Er kommt jetzt also gleich nochmal. Immer schön auf die Fässer achten. Die haben manchmal auch ein Herz drin. So, schön auf der Seite rüberlaufen. Der kommt ja. Man muss einfach viel hüpfen. Jawoll! Es war der dritte. Es kam dieses komische Teil. Ja, jetzt müssen wir hier. Das schießt jetzt. Wir müssen einfach immer hier durchlaufen. Das kommt mir total bekannt vor. Von Castle of Illusions. Ach so. Okay. Nehmen wir auch gleich Scraps nochmal mit. Das heißt, hier haben wir die Chance, wenn wir die kaputt machen, eventuell ein Herz zu bekommen. Schwer einzuschätzen. Okay, so. Ein paar Herzen haben wir noch. Aufpassen müssen wir. Marcia. Du bist die Beste. Das Herz lassen wir da jetzt mal liegen. Weil ein Herz holen und dabei eins verlieren bringt uns nichts. Scheiße. Mist, verdammt. Jawoll, dann haben wir den nochmal getroffen. Okay, Scraps haben wir auch genommen. Drei Herzen noch, haben wir fünf Herzen haben wir noch. Und die zwei Hunde. Jawoll, die Fans sind frei. Bros, Bros, ich habe euch befreit. Bros. Was ist mit Pewdie? Pewdie macht jetzt die Mega-Fist. Ach, guck mal, da ist die Bro-Fist. The legendary Bro-Fist. Oh, die legendäre Bro-Fist! Wie hast du das gemacht? Ich habe die Fans! Also sollte ich auch die Macht haben! Du kannst die legendäre Bro-Fist nicht mit Gewalt an dich reißen! Weil sie in deinem Herzen ist! Und du bist einfach nur eine leere Hülle! Natürlich bin ich eine leere Hülle! Ich bin ein Fass! Leg dich niemals mit den Bros an! Jetzt verstehe ich übrigens auch den Sinn des ganzen Spiels. Weil jetzt verstehe ich ja, warum wir gegen Fässer gekämpft haben. Jetzt verstehe ich, was der Sinn dieses kompletten Spieles ist. Ne, weil wir haben gegen leere Hüllen gekämpft. Und da sind Fässer nun mal das richtige Bild. Das ist mir klar, warum die ganze Zeit so vollkommen beknackt Fässer unsere Gegner sind. Nein! Die Bro-Fist. Yeah. Sammle alle Fans ein. Es wackelt aber im Arsch. Die Ente fehlt immer noch. Jetzt tanzen wir alle. Kann man nicht mal machen. Finaler Showdown. Nächstes Level. Übrigens siehst du hier immer Android Let's Talks @gmail.com, da geht's um Endless, um meinen Zweitkanal.
den habe ich jetzt benutzt. Ich hab mir vorgenommen, langsam so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Kanal aufzubauen. Ey, ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem falschen Mikrofon aufgenommen. Das wäre ja ganz schlecht. Ich habe gerade gesehen, ist ein bisschen rausgerutscht, das Headset. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Das wäre ja, dann wäre das der finale Showdown ja vollkommen eine Katastrophe. So, PewDiePie, Legend of the Brofest. In den Hauptrollen haben wir hier PewDiePie, Marcia, Markiplier, Cinnamon Toastkin, Jacksepticeye und der Name, den ich nicht aussprechen kann, Cryotic. Cryotic. Da haben wir den Captain Barrel, General Barrel, visuelle Artisten. Da haben wir die Barrel, ach, das ist das Mädchen. Shoppy, Mini Roll und Zenic Barrel. Da haben wir das Einhorn, die haben wir einmal gesehen, Rainbow Sparkle. Dann haben wir den Red Barrel, Flying Saucer haben wir, Rocket Shark. Da fällt mir überhaupt Hungry Shark das Spiel ein, was ihr mir vorgeschlagen hattet. Wir haben Red TNT, wir haben Emo Kibo, Chapway und Mr. Nice. Das ist dieses. Das ist außer wie der Enderman oder Slenderman. Little Flower haben wir auch dabei gehabt. General Barrel, Snowballer, Stefano, Fistief Penguin, Bully und Retro Elefant und Orca Dorca ist auch da. Die Musik von Rushdet One, Ted Nüssnöff. Die Illuminati sind ja auch am Start. Dann haben wir Abed, The Other Bed und PewDiePie, die Ente. Cowbow und Jennifer. Sounds. Da ist Lure, da ist dein Soulkickle, da ist T9000, Xillabone haben wir auch da, den Space Hater, ein Orb, ein Falcon Lover, Like a Rocket Shark but Striped, der Tiger, hi, Fabulous Reno, ja, die, wer die Übersetzungen gemacht hat. Dann haben wir Rock'n'Rolly, Blaster, Fartcan und TNT Barrel. Besonderen Dank an all die Leute hier. Da haben wir die Bees. Da haben wir John the Wolf, Rocket Worm, Stabler und Snappy. Snappy. Unsere Fotofledermaus. Ja, was ist das eigentlich? Eine Krake vielleicht? Ein Tintenfisch. Erfolg freigeschaltet. Wir lieben euch. Wir danken unseren Bros für all die Unterstützung für PewDiePie Legend of the Brofest. Wie wir sehen, schleppen die Krone weg und auch den Umhang. Ach so, und die Einzelteile von der Mega Barrel, von dem Mega Fass. Sieht aus wie das Gebiss. Könnten die Zähne sein. Da haben wir ein Auge. Ja, ja, das ist so die Einzelteile des Riesenfasses, was hier aus Bild getragen wird. Jetzt haben wir da noch eine kleine Ecke. Ein Mini-Barrel schleppt das so durch die Gegend, zieht das so durch die Gegend. So, jawohl. Ich danke dir auch fürs Zuschauen, fürs Begleiten bei diesem Spiel. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat 5,49 € gekostet, glaube ich. Das Geld war es wert, hoffe ich mal. Das sehe ich an euren Klickzahlen. Ich hoffe ja mal, dass sich das von alleine wieder bezahlt macht, indem ihr mir einfach immer schön die Werbung anguckt. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ich euch bei einem anderen Bro-Spiel wiedersehe. Bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen, bleibt mich gesund und tschüss.